Die Dinge, die uns eigentlich am Herzen liegen und super wichtig für uns eigentlich sind, wurden wieder ganz nach unten verlagert. Und wenn du das kennst, ich kenne das auch, dann kann ich dir sagen, du brauchst definitiv einen Plan, um dann wieder für dich auch in deine Routine zu finden und brauchst natürlich auch ja, die entsprechenden Tools, um dran zu bleiben. Ne? Denn man muss natürlich ganz ehrlich sagen, klar, die Theorie ist immer das eine und der Plan ist das eine, aber die Umsetzung ist natürlich das andere. Und wenn wir dranbleiben wollen und am Ende natürlich diese Routinen in unseren Alltag fest integrieren wollen, denn sie sollen ja zu uns gehören, das ist ja so das, was wir uns wünschen und zu unserem Lebensgefühl werden, dann helfen dir die Tools auf jeden Fall, die ich dir hier mitgebe. Das ist zwar alles schön in der Theorie, wenn wir das wollen, aber es muss natürlich in der Praxis umsetzbar sein und wenn es das nicht ist, dann wird das zu einem Stressor und das ist natürlich genau das, was wir eben nicht wollen. Deswegen realistische Ziele, arbeite da super gerne mit der SMART-Methode, darüber habe ich auch schon mal eine ganze Podcast-Folge aufgenommen. SMART-Methode heißt spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. SMART, ne? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und hoffe, es geht dir soweit gut und habe heute ein Thema für dich, was dir vielleicht hilft, im Alltag wieder in deine gute, gesunde Routine zurückzufinden. Denn wir kennen das doch alle, dass wir manchmal nach dem Urlaub oder manchmal einfach auch so nicht mehr in unsere alte, gute Routine zurückfinden, sei es auf Ernährungsebene, vielleicht hast du dir vorgenommen, mehr Sport zu machen oder whatever gerade auf deiner Agenda steht. Ich teile heute hier meine 7 Tipps für deine gute Routine, also wie du wieder zurück in deine neue gute Routine findest und kann mir vorstellen, dass dir der ein oder andere Tipp auf jeden Fall hilft. Manchmal hilft es ja auch einfach nochmal bestimmte Dinge gehört zu haben und ja, wenn dich das interessiert und du Lust hast, darüber mehr zu erfahren, wie easy es ist, denn ich kann dir sagen, wir brauchen im Grunde genommen nämlich nur die richtigen Tools und ab und zu mal einen Reminder, dann bleib an der Folge auf jeden Fall dran. Das heißt, du erfährst, wie du wieder zurück in deine neue Routine, gute Gewohnheiten findest, wie du dir realistische Ziele setzen kannst, wie du konsequent dran bleibst, warum das Thema Belohnen so wichtig auch ist und das unbedingt auf deiner Agenda stehen sollte und wie du alles dann am Ende auch in den Alltag für dich integrierst. Ich freue mich, wenn du an der Folge dran bleibst und bevor wir gleich in die Folge starten, möchte ich dir noch Folgendes sagen. Du weißt ja, der Naturally Good Summit, der Holistic Health and Beauty Summit, findet am 5.11. in Düsseldorf statt. Du kannst dir aktuell noch dein Ticket sichern. Der Link zu den Tickets ist hier in den Shownotes. Komm dazu, das wird ein wunderbares Event mit tollen Speakern, tollen Vorträgen, Panel Talks, Workshops und Masterclasses. Ein Event ganz rund um die holistische Gesundheit und auch Beauty, wenn du wissen möchtest, wie das Thema Gesundheit durch deine Alltagsentscheidungen natürlich auch etwas ist, was du wirklich jeden Tag auch beeinflussen kannst auf eine positive Art und Weise und wie du davon profitierst, dann hör dir wirklich nicht nur die Talks an, sondern komm sofort dazu, hol dir dein Ticket und wir freuen uns auf dich. Das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Es sind schon so viele dabei, die sich angemeldet haben und hier in den Shownotes findest du nochmal alle Infos rund um das Event und ich freue mich, wenn wir uns am 5.11. in Düsseldorf sehen. Und bevor wir in die Folge einsteigen, noch ein Hinweis meines Partners AG1. Wenn es darum geht, gute und gesunde Routinen in deinen Alltag zu integrieren, dann kann das absolut unterstützend sein. Ich trinke AG1 jetzt bereits seit einigen Wochen und muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich dadurch voller Energie, energiegeladen den ganzen Tag. Vielleicht kennst du das manchmal, dass man auch dieses Mittagstief hat und momentan sind meine Tage ja so getaktet und ich muss mich so fokussieren, um mein Pensum tatsächlich dann eben auch am Abend zu schaffen und Athletic Greens unterstützt mich da einfach, weil es Nährstoffe enthält, die den Energiestoffwechsel unter anderem auch unterstützen. Und wichtig noch, du findest hier auf jeden Fall alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe auch direkt in den Shownotes, also schau da super gerne mal nach. Und AG1 kann auf jeden Fall super in dein Morgenritual zur Unterstützung deiner Nährstoffversorgung integriert werden. So mache ich das am Morgen gleich auf nüchternen Magen. Und das ist natürlich super
Simpel und auch gleich smart, denn darin stecken hochwertige Inhaltsstoffe, die du in nur einem Messlöffel am Tag dann in Wasser aufgelöst zu dir nimmst. Ich kannte die Marke schon lange, lange bevor ich hier für die Podcast-Ad angefragt wurde und bin absolut happy, hier jetzt auch Teil der Kampagne zu sein. Also ich kann dir das Produkt von Herzen empfehlen. Also durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Zutaten aus wirklich natürlichen und echten Lebensmitteln zu dir. Und die Mikronährstoffe sind eben in hoher Bioverfügbarkeit darin enthalten und die können dadurch besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Und wie funktioniert's? Das heißt, du gibst diesen einen Esslöffel morgens mit 250 Milliliter Wasser, kannst du das Ganze auflösen und nimmst es einmal am Tag morgens ein und fühlst dich damit perfekt für den Tag vorbereitet. Ganz cool, aktuell gibt's ein Abo und da kannst du ganz entspannt dir dein Paket monatlich frei Haus nach Hause liefern lassen, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist auch jederzeit möglich und momentan gibt's ein besonderes Angebot für dich und zwar auf drinkag1.com/naturallygood erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische Athletic Greens Travel Packs. Also das solltest du unbedingt nutzen. Das ist super für unterwegs. Das bekommst du alles gratis dazu. Und Neukunden erhalten außerdem noch so ein Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Das habe ich auch. Kannst du super easy dann in deinen Tag integrieren. Wie gesagt, der Link dazu findest du hier in den Shownotes. 7 Tipps für neue Routinen. Ja, starten wir. Los geht's, würde ich sagen, oder? Ich glaube, das können wir alle ab und zu immer wieder mal brauchen. Und zwar ein paar Tipps, wie wir uns für uns und für das Richtige entscheiden. Denn wir kennen das doch alle. Lange To-Do-Listen. Der Tag ist pickepacke voll. Und am Ende des Tages stellen wir fest, dass das, was wir uns eigentlich für uns vorgenommen haben, die Dinge, die uns eigentlich am Herzen liegen oder auf dem Herzen liegen und super wichtig für uns eigentlich sind, haben mal wieder die Prioritätenliste auf ganz nach unten, wurden wieder da ganz nach unten verlagert. Und wenn du das kennst, ich kenne das auch, dann kann ich dir sagen, du brauchst definitiv einen Plan, um dann wieder für dich auch in deine Routine zu finden und brauchst natürlich auch die entsprechenden Tools, um dran zu bleiben. Ne? Dann, man muss natürlich ganz ehrlich sagen, klar, die Theorie ist immer das eine und der Plan ist das eine, aber die Umsetzung ist natürlich das andere. Und wenn wir dranbleiben wollen und am Ende natürlich diese Routinen in unseren Alltag fest integrieren wollen, denn sie sollen ja zu uns gehören, das ist ja so das, was wir uns wünschen und zu unserem Lebensgefühl werden, dann helfen dir die Tools auf jeden Fall, die ich dir hier mitgebe. Ja, ich habe gerade schon gesagt, ich kenne das auch zu gut und aktuell bin ich da, weil ich ja auf wirklich so vielen, so viele Dinge gerade gleichzeitig manage und so viele Dinge gerade parallel bei mir laufen, vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, habe ich mir wirklich angewöhnt, schon vor vielen Jahren wirklich ganz fokussiert und strukturiert vorzugehen. Denn ansonsten verliert man sich eher, ne, so macht man mal Abzweigungen und verliert sich in irgendwelchen Dingen und das Ganze ist aber nicht am Ende zielführend. Und das kann man natürlich auf den Arbeitsalltag übertragen, das kannst du aber auch für dich auf deine persönlichen Gesundheitsziele übertragen. Und deswegen habe ich mir vor vielen Jahren wirklich angewöhnt, da strukturiert vorzugehen und mir auch wirklich einen Plan zu machen. Dann jetzt auch noch mal gerade Richtung Gesundheit auch, und das gilt für uns alle, gerade dann, wenn du total gefordert bist in deinem Leben, ist es ja umso wichtiger, noch mal auf dich zu schauen. Wir meinen manchmal, dass wir dann dafür noch weniger Zeit haben. Hier aber der kleine Reminder an dich, bitte den Perspektivenwechsel machen, denn gerade jetzt musst du eigentlich umso mehr Zeit dafür aufbringen, in dich und in deine Gesundheit zu investieren. Denn
wenn du das nicht tust, dann läufst du Gefahr, dass du vielleicht irgendwann zusammenklappst, schlapp machst und krank wirst und dann natürlich gar nichts mehr von den Dingen für dich ermöglichen kannst, die dir eben gerade wichtig sind oder die für dich in deinem Leben gerade eine große Rolle spielen. Deswegen, wenn du das Gefühl hast, du bist gerade landunter, um das mal so salopp zu formulieren, dann schau noch mehr auf dich. Versuch noch mehr, wirklich dich mit dir zu verbinden und da deinen Fokus und deine Linie zu finden, wie du einfach gut auf dich aufpassen kannst. Das mal hier als kleiner Side-Note oder als kleiner Reminder. Und nochmal, es müssen nicht Stunden sein, die du dann, natürlich haben wir die nicht, ne? Klar, wenn wir viel zu tun haben, viel um die Ohren haben, egal in welchen Bereichen, haben wir natürlich nicht noch die Zeit, ewig lang Sport oder Me-Time oder sonstiges zu machen. Aber ich glaube, diese Momente, die wir uns bewusst nehmen und uns einfach, und wenn es nur eine Minute ist, bewusst mit uns verbinden und uns diese Minute aber schenken, die gibt uns so viel Energie und so viel zurück, sodass wir davon auf so vielen Ebenen profitieren. Und ich kann dir ein Beispiel mal nennen, bevor ich gleich auch wirklich mit den einzelnen Tipps starte und dir da auch wirklich konkret nochmal was an die Hand gebe. Ich habe heute Morgen nicht viel Zeit gehabt und was ich gemacht habe, ist wirklich so eine ganz mini abgespeckte Version von meinem Sport, also ein kurzes Mini-Workout, das nur ein paar Minuten ging, und bin draußen gewesen, auch nur, vielleicht waren es nur 3 Minuten, ich hatte wirklich nicht viel Zeit, und habe aber diese kurze Zeit einfach mal mich bewusst mit mir und meiner Atmung verbunden und einfach in diesen, ich habe das Glück, dass ich direkt hier auch den Wald vor der Tür habe, in diesen Wald und in diese Blätter und in diese Bäume geguckt, und das hat mir in dem Moment wieder so viel Kraft gegeben und ich habe einfach gemerkt, wie mir das gut tat, einfach mal dieses tiefe Ein- und Ausatmen, denn aktuell ist es auch so, dass auch ich mich da ganz stark dran erinnern muss, ne? Nicht irgendwo in meinem eigenen Workload unterzugehen und wirklich auch mich ganz stark dran erinnern muss, nimm dir diese Mini-Momente. Und das ist was ich damit meine. Und das tat so gut. In dem Moment kam erstmal so eine ganze Menge Sauerstoff wieder in meinen Körper rein. Ne? Man hat erstmal gemerkt, okay, wie kurz eigentlich die Atmung wahrscheinlich schon davor war. Wie gestresst man am Ende dann natürlich auch war. Das ist ja der Ausdruck dessen. Und das macht natürlich was mit dir. Das reguliert sofort wieder auf allen Ebenen. Ne? Das bringt dein Cortisolspiegel wieder ein bisschen mehr in die Balance und reguliert am Ende natürlich auch Stress. Also deswegen, kleine Mini-Momente kannst du auf jeden Fall in den Alltag integrieren. Und jetzt starte ich mit dem ersten Tipp, den ich dir hier geben kann, um wieder in deine persönliche Routine zu finden. Setz dir bitte realistische Ziele, denn überleg dir, nochmal ganz wichtig als erster Tipp, Status quo, setz dir realistische Ziele, wo stehst du gerade, wie viel Zeit hast du tatsächlich aktuell, um an deiner Ernährung jetzt Dinge zu verändern, um vielleicht Sport zu machen, um dir wirklich vielleicht Zeiten auch rauszunehmen, die du einfach nur für dich einplanst. Das ist zwar alles schön in der Theorie, wenn wir das wollen, aber es muss natürlich in der Praxis umsetzbar sein. Und wenn es das nicht ist, dann wird das zu einem Stressor. Und das ist natürlich genau das, was wir eben nicht wollen. Deswegen realistische Ziele. Arbeite da super gerne mit der SMART-Methode. Darüber habe ich auch schon mal eine ganze Podcast-Folge aufgenommen. SMART-Methode heißt spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. So, ich habe es SMART, ne? Ich habe dazu eine ganze Podcast-Folge aufgenommen. Ich verlinke dir die hier super gerne auch nochmal. Da geht es wirklich nur um die SMART-Methode, wie du für dich auch wirklich realistische Ziele finden kannst, und hör dir das super gerne nochmal an. Hier an der Stelle, realistische Ziele ist super wichtig. Warum? Weil alles, was du, was nicht realistisch ist, Beispiel, du möchtest endlich mit dem Laufen oder Joggen anfangen und nimmst dir jetzt vor, 10 Kilometer zu laufen, ist unrealistisch, wenn du vorher noch nicht gelaufen bist.
hältst du vielleicht am Anfang so die ersten paar Kilometer durch und dann stellst du fest, dass es einfach nicht geht, weil dein Körper gar nicht vorbereitet ist, weil du nicht die Kondition hast und so weiter. Und das frustriert. Also in jeglichen Bereichen, auch kannst du auf deine Ernährungsebene setzen. Auch da, wenn du jetzt natürlich super motiviert bist, du möchtest jetzt, sagst du, jetzt geht's los und ab jetzt wird nur noch gesund gegessen. Super, möchte ich da gar nicht irgendwie von deiner Motivation abhalten, aber überlege dir ganz realistisch, ob das machbar ist. Kriegst du das hin in deinem Alltag? Wie kann es aussehen? Und vielleicht auch, welche Mechanismen können dir da helfen, damit du natürlich auch wirklich dran bleibst? Ja, vielleicht ist es aber erstmal zu sagen, okay, ich gucke, dass ich jeden Mittag irgendwie es schaffe, mal regelmäßig gesund zu essen. Und wenn das mal dabei ist, dann kommt das Nächste. Ja, also auch da realistische Ziele setzen. Punkt Nummer 2. Kleine Schritte machen, gehört auch irgendwo mit dazu. Ne? Zum Thema realistische Ziele setzen, wir kennen das, es lässt sich immer ganz gut am Beispiel Sport verdeutlichen, dass du dir vornimmst, jetzt mit dem Sport anzufangen und dann irgendwie 5-mal die Woche ins Gym gehst und dann feststellst, dass dir alles wehtut und dass es vielleicht auch nach 2 Wochen irgendwie gar kein Spaß mehr macht. Also nochmal realistische Ziele setzen. Wie oft kannst du tatsächlich in der Woche ins Gym gehen und dann kleine Schritte machen? Lieber das Ganze erweitern. Ja, erstmal sagen, okay, ich gehe vielleicht 1-mal die Woche oder 2-mal die Woche und wenn das mal wirklich fest in meinem Leben verankert ist, dann dehne ich das aus und schaff's dann auch mal 3-4-mal die Woche zu gehen. Aber kleine Schritte, ja, wir können immer weiter ausdehnen und auf dem Weg zum großen Ganzen nochmal, ich habe es schon so oft hier im Podcast auch mitgegeben, dieses Bild des Puzzles. Wenn wir ein Puzzle machen, dann brauchen wir auch immer diese kleinen Schritte, ja, so dass es nach und nach zusammengesteckt wird und alles geht ineinander über und ist auch irgendwo voneinander abhängig. Also versucht dir das so vorzustellen, dass niemand mit dem ganzen Puzzle gleich fertig ist, ja, und deswegen kleine Schritte, was ist für dich realistisch, was ist umsetzbar, wo bleibst du am besten dran. 3. Punkt, Trigger finden. Also, und damit ist gemeint, klar, wenn wir zum Thema neue Routinen, neue Gewohnheiten integrieren möchten, dann gibt es natürlich da ganz viele Dinge, die uns gerne davon auch abhalten. Spätestens dann, wenn du so in Woche 2 bis 3 bist, dann kommt wahrscheinlich ab und zu auch mal so der Gedanke, ich bleib vielleicht doch lieber im Bett liegen oder ich lasse das doch lieber ausfallen und bestelle eine Pizza oder whatever. Also, Trigger finden, was hält dich eventuell davon ab? Sei dir dessen bewusst, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die dich wahrscheinlich so ein bisschen herausfordern werden und dich davon abhalten werden, an deinen guten Routinen dran zu bleiben, weil wir das alle wissen, dass wir immer wieder mal an diesen Moment kommen, an dem wir die Dinge, wenn sie noch nicht total zur Gewohnheit geworden sind, auch mal wieder in Frage stellen und dann doch den etwas einfachen Weg vielleicht im ersten Moment nehmen wollen. Also versuch dir im Vorfeld schon mal zu überlegen, was gibt es da, was mich vielleicht dann eben auch davon abhalten kann und wie kann ich vielleicht so ein paar Trigger einbauen, die mich im Positiven triggern. Ja? Also als Beispiel Thema Sport, du legst dir deine Sportklamotten einfach schon mal raus und siehst dieser positive Trigger, dass da kein Weg dran vorbeigeht. Oder morgens, du bereitest dir einen leckeren Smoothie vor, den du vielleicht am Abend vorher schon zubereitet hast, der im Kühlschrank ist, der natürlich da für dich dann auch schon mal der positive Trigger ist, dass du nicht die Abkürzung zum Croissant oder sonst was, also nichts gegen Croissant, aber nicht jeden Morgen vielleicht. Also von daher positive Trigger für dich finden, die dich darin positiv unterstützen, an deinen persönlichen guten Gewohnheiten und Routinen dran zu bleiben. Punkt Nummer 4, in den Alltag integrieren. Also das heißt, auch da überleg dir ganz bewusst, wie kann ich diese Routine für mich in meinen Alltag integrieren, was macht für mich am meisten Sinn und wo ist auch wirklich eine realistische Möglichkeit, das für mich in den Alltag zu integrieren. Ja, also Beispiel Sport nochmal, du hast dich
endlich motiviert, du hast dir auch überlegt, realistische Ziele zu setzen und nun geht es darum, das Ganze in den Alltag zu integrieren. Das heißt, wann könntest du diesen Sport tatsächlich so ausführen, dass er auch zu dir passt, zu deinem Alltag passt, dass er dich nicht stresst, dass du im Positiven was davon hast und da wirklich für dich auch nochmal überlegen und dann in den Austausch gehen mit dir selber und auch ehrlich sein und letztlich natürlich, um das Thema für dich gut und positiv in den Alltag und dauerhaft zu integrieren. Denn wir wissen ja, es gibt die 66 Tage, die wir irgendwo laut Wissenschaft und das wissen wir einfach auch selber, an denen wir dranbleiben müssen und da gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, da gilt es, positive Trigger zu finden, da gilt es, so ein paar kleine Mechanismen zu finden und hier und da mit Tipps und Tricks zu arbeiten, wie du die Dinge besser dann auch in deinen Alltag integrieren kannst. Ja, dann Tipp Nummer 5, gönne dir eine Belohnung. Belohnung ist auf dem Weg, um neue Routinen zu integrieren, so wichtig. In meinen Coachings und in meinen Workshops spreche ich da ganz, ganz oft darum. Da haben wir auch wirklich so eine Zeichnung, wo wir genau sehen, an welchen Punkten man sich gerade befindet. Und dieser Belohnungspunkt ist super wertvoll, super wichtig für dich. Ganz einfach, weil ich habe gerade von den 66 Tagen gesprochen. Es gilt, die zu überwinden. Und da müssen wir kreativ sein und vor allen Dingen kreativ, wir sind einfach Gewohnheitstiere und wir Menschen müssen natürlich da aus unserer Komfortzone rauskommen, das machen wir nicht so gerne und das funktioniert natürlich umso besser, wenn du dich auf was freuen kannst. Also auf was kannst du dich freuen, womit kannst du dich belohnen, wenn du das, was du dir für dich vorgenommen hast, mit deiner neuen Routine auch mal eine Weile, eine Woche, einen Tag, also Tag ist vielleicht ein bisschen kurz, wenn du dich jeden Tag dann belohnst, aber wer weiß, je nachdem, wie deine Belohnung aussieht. Aber sagen wir mal, nach einer Woche könnte deine Belohnung auch ein leckeres Essen sein oder was Tolles kochen oder einen schönen Abend verbringen oder ins Kino gehen oder was auch immer. Deine Belohnung, achte aber nur darauf, deine Belohnung sollte wirklich ehrlich sein und sie sollte echt sein und sie sollte bei dir etwas Positives, etwas richtig Emotionales auslösen. Also wirklich, wenn du darüber nachdenkst, dass du dich innerlich schon so drauf freust und sagst, hey, das ziehe ich jetzt durch, weil das möchte ich mir auf jeden Fall, wenn ich das geschafft habe, gönnen. Also Belohnung super wichtig, um dran zu bleiben, um diese Erfolge auch für sich zu feiern. Überleg dir, wie du dich belohnen kannst auf dem Weg zu deiner neuen Routine. Dann natürlich auch Tipp Nummer 6, geduldig sein. Geduld ist das A und O, denn es kommen Phasen, in denen es nicht so gut läuft, in dem du mal nicht so einen guten Tag hast, in dem was dazwischen kommt, in dem du dich da auch dem Ganzen nicht entziehen kannst und in dem einfach das, was du dir vorgenommen hast, nicht klappt. So, Schwamm drüber, nicht so viel drüber nachdenken, abhaken, die Tage gibt es, wir sind menschlich, das ist auch gut so. Und am nächsten Tag, wichtig, einfach nur am nächsten Tag wieder ansetzen und jetzt nicht dein ganzes Konstrukt in Frage stellen, sondern einfach weitermachen, nächsten Tag wieder ansetzen und wieder in deine Routine finden. Schön ist es auch, wenn du vielleicht mein Journal hast, das Time to Shine Journal, da kannst du natürlich dir jeden Tag ein paar Notizen machen und unter anderem habe ich da eben auch dieses Feld, wo du einfach nochmal für dich gucken kannst, was lief an deinem Tag besonders gut, ja, weil oftmals schauen wir natürlich auf das, was nicht gut gelaufen ist und manövrieren uns dann uns selber in so ein schlechtes Mindset hinein, was total kontraproduktiv ist, ja, also nochmal der Shift, Gedankenshift, Perspektivenwechsel, schau auf das, was lief an deinem Tag gut. Es wird nicht alles schlecht gelaufen sein, aber wir kennen das, ich kenne das auch. Man ärgert sich über was und irgendwas ist vielleicht auch wirklich blöd gelaufen und schon stellt man alles in Frage. Es gibt aber doch bestimmt irgendwas an diesem Tag, was besonders schön war, wofür du dankbar bist, was gut gelaufen ist, was dich in eine andere Stimmung versetzt, was erhebend ist, was dich im Leben natürlich auch wieder weiterbringt, ja, und fokussiere dich auf diese Momente und versuch diese Phasen, in denen es mal nicht so gut läuft, wirklich mit dir persönlich auch geduldig zu sein,
Es braucht einfach eine Zeit, bis neue Routinen integriert sind. Stichwort Gewohnheitstier, wir als Menschen. Und ja, versucht dann einfach an den Tagen, an denen es mal nicht so gut geklappt hat, weiterzumachen. Also wie gesagt, mit dem Time-to-Shine-Journal hast du da eine schöne Möglichkeit, da auch immer mal wieder durchzublättern, dir diese Momente sichtbar zu machen. Und das hilft dir natürlich gerade an den Tagen, an denen es mal nicht so gut gelaufen ist, nicht alles in Frage zu stellen, nämlich dann mal ein paar Seiten zurückzublättern und zu sagen, hey, war doch eigentlich bisher gar nicht so schlecht. Also eigentlich ist doch bisher ganz gut für mich gelaufen. Den Link zum Journal findest du auch in den Shownotes oder auch bei mir im Shop direkt. Ja, und als Tipp Nummer 7, jetzt habe ich darüber gesprochen, dass wir alle mal so Tage und Phasen haben, in denen es mal nicht so klappen kann und wir geduldig sein müssen, aber dennoch müssen wir natürlich konsequent sein. Das steht außer Frage. Die Sache ist, wenn du natürlich immer nur mit dir geduldig bist und alles ich sag mal, unter dem Deckmantel fallen lässt, dass es halt heute mal nicht so gut gelaufen ist, dann wirst du nicht weiterkommen. Das müssen wir jetzt so ganz knallhart auch sagen. Das heißt, du musst konsequent dranbleiben und dir natürlich auch eine Strategie aufbauen, wie du deine persönliche neue Routine in deinen Alltag integriert kriegst. Und da nochmal als erstes realistische Ziele setzen, gerne nochmal die SMART-Methode wirklich im Detail auch anhören, die Podcast-Folge dazu, kleine Schritte machen, positive Trigger finden, die dich daran erinnern, wirklich auch dran zu bleiben, dann dir schöne Belohnungen gönnen, um motiviert auch dran zu bleiben, dann überlegen, wie du deine neue Routine gut in den Alltag integrieren kannst. Vielleicht auch da, hier und da ein paar Mechanismen als Hilfe finden. Können übrigens auch Freunde sein, ja, die dich auch nochmal dran erinnern. Hey, heute haben wir doch gesagt, gehen wir gemeinsam Sport machen oder gehen wir nochmal eine Runde Fahrrad fahren oder was auch immer, ja. Also auch da kann man kreativ sein. Dann natürlich geduldig sein, aber trotzdem konsequent bei der Sache sein. Denn, wenn es dir vielleicht schwerfällt, nochmal hier als kleines Mindset-Gedanke, überleg dir, für wen du das tust. Natürlich tust du das nur für dich, für niemanden anders, für dich und deine Gesundheit, für das, was du in deinem Leben schaffen möchtest, erreichen möchtest, wie du für dich in deinem Leben leben möchtest. Du möchtest ein gutes Leben haben, du möchtest alt werden, du möchtest gesund alt werden, möchtest für deine Kinder vielleicht oder vielleicht auch Enkelkinder oder vielleicht auch nur für deinen Partner, Partnerin, wie auch immer dein Leben gestaltet ist. Du möchtest aber für dich und für deine Mitmenschen möglichst gesund und agil sein und einfach selbst Entscheidungen für dich, selbstbestimmt leben, selbst Entscheidungen treffen. Und das kannst du nur, wenn du die entsprechende Energie dafür hast und natürlich auch die Energie dafür bekommst du, indem du gute Alltagsentscheidungen triffst in Bezug auf deine ganzheitliche Gesundheit, Ernährung, Bewegung und natürlich auch Mindset, dich von Energiefressern freizumachen. Und das, glaube ich, wenn wir das so als großes Ganzes immer uns mal wieder in unser Gedächtnis rufen, dann fällt es uns leichter. Und ja, wir sehen nicht immer nur das große Ganze, darum geht es auch gar nicht. Es sind auch diese kleinen Dinge im Alltag, die dich darin unterstützen, mehr Dankbarkeit zu finden, mehr glücklicher durchs Leben einfach zu laufen, entspannter durchs Leben zu laufen, und mach dir diese Momente sichtbar. Schreib sie dir auf, notier sie dir und hol sie dir immer wieder in dein Gedächtnis zurück. Und du wirst sehen, das wird auf jeden Fall einen Unterschied mit dir machen und es unterstützt dich vor allen Dingen auch darin, an deinen persönlichen Zielen dauerhaft dran zu bleiben, damit sie irgendwann zu deiner Gewohnheit werden und zu dir und zu deinem Leben passen. Ja, ich glaube, das war soweit ein ganz schöner Abschluss und möchte mich bei dir bedanken. Schön, dass du hier immer dabei bist, so fleißig den Podcast hörst und guck auch super gerne nochmal in die Shownotes. Da findest du ja auch von meinem Partner Athletic Greens nochmal hier auch einen Code und auch das unterstützt dich natürlich darin, auch nochmal an deinen persönlichen Zielen dran zu bleiben. Einfach, nochmal eine einfache Möglichkeit, um gesund in den Tag zu starten. Und vielleicht sehen wir uns ja auch beim Naturally Good Summit. Würde ich mich freuen.
Und wenn nicht, schreibt mir einfach super gerne auf Instagram @naturallygood_by_adese. Komm mit mir da in den Austausch. Ich freue mich, von dir zu hören. Schreib mir auch super gerne, was vielleicht nicht so gut klappt bei dir. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich dir einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen, bleib gesund und bis zur nächsten Folge. Deine Adese.